Alle körperlichen Sachen sind so ein wunderbarer Einstieg in Gesundheitsthemen, aber es ist so viel mehr. Wir sind so viel komplexer und deswegen ist es halt mein Blickwinkel immer auch, Gedanken und Gefühle auch mit dazu zu nehmen, also uns als gesamte Persönlichkeit zu nehmen und zu gucken, wie kann ich in allen Bereichen sozusagen meine Gesundheit so fördern, dass ich gesund alt werde. Bei einer Übersäuerung können wir erstmal gucken, es ist alles abgepuffert, es ist nichts, was uns verätzt. Eine Säure im chemischen Sinne verätzt uns ja. Sauer meint eigentlich Basenmangel. Es geht immer um ein Gleichgewicht. Wir haben saure Mineralien und basische Mineralien. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir diese beiden aufnehmen. Das heißt, jetzt ab sofort alle Säuren zu meiden, wäre total schlecht. Also es gibt Säuren, die sind zum Beispiel essentiell für uns. Ja, rechtsdrehende Milchsäure, Omega-3-Fettsäure, die sind total wichtig und richtig. Und insofern ist es gut, dass wir sie uns zuführen. Und dann gibt es aber Säure wie zum Beispiel in Coca-Cola. Angelgefühle haben wir so viel, gerade wir Deutschen. Das haben wir oft schon vererbt bekommen. Insofern ist es immer auch ein nicht unwichtiger Aspekt zu gucken, was mache ich denn? Jede Diät, jedes Weglassen kann mich leicht in einen Mangel bringen. Ja, wenn wir bedenken, dass unsere Großeltern, eventuell auch unsere Eltern, schwerst gehungert haben in Kriegszeiten und dass auch durch Inflation und so weiter, durch Ausbombung sie alles verloren haben. Ja, das heißt, wir brauchen das auch. Manchmal brauchen wir auch so eine gewisse Portion von Adrenalin, um Sachen fertig zu machen, um sie nach vorne zu bringen. Du wirst es merken jetzt bei deinem Kongress, wie viel Energie nach vorne das braucht. Sehr viel. Ja, genau. Ja, und dann zu gucken, was macht denn das emotional mit mir? Wie viel Adrenalinausstoß ist schon da? Allein das verändert ja die Biochemie im Körper. Und was brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt ganz viel Aminosäuren, um das nach vorne zu bringen? Oder habe ich das eigentlich schon genug? Und ich brauche jetzt eher mal ein Basenbad, um ganz runterzukommen, tiefe Atmung, mal ruhig einmal um den Block spazieren gehen und so weiter. Also was brauche ich, um mich in Balance zu halten?